Leute, es ist Zeit. Ihr habt es euch gewünscht. Canon Represents. Canon Deutschland, vielen Dank. Wir gehen rein. Kamera Nerd Talk. Anderthalb Stunden reines Kamerathema. So, Freunde. Eines meiner Lieblingsthemen, neben Haie, Orcas, Autos, Tauchen, Outdoor Survival, Dschungel, dies, das. Kameras. Weil zu dem ganzen Kram braucht man natürlich auch meine Kameras, um das zu dokumentieren. Ich mache das ja schon jahrelang, habe mir das irgendwie selber beigebracht, viele YouTube-Tutorials geguckt. Ich hatte heute unter der Dusche auch mal kurz die Idee, ob euch das interessieren würde, wie ich zum Beispiel Bilder bearbeite oder wie ich aus einem schlechten Bild ein gutes Bild mache. Also vielleicht interessiert das euch, ja, habe ich kurz drüber nachgedacht, ob man das vielleicht mal machen könnte. So. Und, seht ihr hier, der Chat schreibt schon ja. Und ich habe schon, nur ganz kurz als Einführung, fotografiere schon relativ lange, würde ich nicht sagen. Aber ich habe schon als Karpfenangler damals eine Canon-Kamera gehabt, allerdings eine nicht digitale, eine analoge, also noch mit Film, und habe die dann immer entwickeln lassen bei hier, wie heißt es denn? Na, da, wo man so Sachen kauft fürs Bad. Drogerie! So. Und da sind dann manchmal nicht so gute Ergebnisse rausgekommen. Und so in der digitalen Zeitalter wurde das natürlich viel, viel besser. So, und irgendwann habe ich dann 2007, glaube ich, meine erste Digicam gekauft. Und das war eine 7D. Und seitdem bin ich da eigentlich mega dran und liebe es. Und habe natürlich auch verschiedenste Kameras ausprobiert, auch von Sony. Nikon hatte ich nie. Panasonic hatte ich auch mal kurz. Und bin aber irgendwie bei Canon hängen geblieben, weil ich mit denen am besten umgehen kann. Ja? Ich liebe die Canon-Kameras, weil sie mir von der Haptik gefallen, vom Menü. Die sind für mich wie ein iPhone oder wie ein Apple-Computer, was ich habe. Das verstehe ich. Das ist vermutlich für dumme Leute, die einfache Sachen mögen. Das Zeug macht immer das, was ich will. Bei den anderen Kameras bin ich beim Menü schon wahnsinnig geworden. Das Wichtigste, was ihr euch aber überlegen müsst, ist, am Ende kommt da immer ein gutes Bild raus, wenn man mit der Kamera umgehen kann. Ist völlig egal, diesen Kampf, ob nun Nikon oder Canon oder Sony oder was auch immer, den muss man gar nicht besprechen, weil der ist völlig sinnlos. Jeder, wie ihm beliebt, ist wie bei Autos oder so. Man hat halt man fühlt sich mit etwas bestimmt wohl, und bei mir ist es eben Canon. Und deswegen hat auch Canon irgendwann gesagt, Mensch Robert, hast du nicht Bock, Botschafter zu werden? Canon Ambassador. Und dann habe ich gesagt, das wollte ich mein ganzes Leben schon. Schön, dass ihr anruft. Also ich habe wirklich richtig Bock gehabt, Canon Ambassador zu werden und diese Marke zu repräsentieren, weil ich diese Kameras einfach liebe. Ihr wisst es, den Robert-Lehmann-Stempel, den kriegt man nicht so einfach, aber Canon-Kameras kriegen den. Aber auch hier und da habe ich auch mal wieder ein bisschen Kritik. Und das Schöne ist, als Canon-Botschafter kann ich mit so einer Kritik auch, die kommt dann an und dann werden auch Dinge geändert. Das ist ganz geil und man kann Dinge mitgestalten. Deswegen steigen wir jetzt hier ein ins Q&A, Question and Answer, bezüglich Kamera. Nerdig, geht rein, stellt mir alle Fragen. Ich versuche, das so gut wie möglich zu beantworten. Und es muss nicht nur um Technik gehen. Das kann Equipment sein, das kann Technik sein, das können Skills sein, das kann ein bestimmtes Foto von mir sein, wo ihr wissen wollt, wie das entstanden ist oder wie auch immer. Haut einfach rein, haut die Fragen rein. So. Wichtige Frage hier. Eine gute Cam für unter 1000 Euro kenne ich nicht. Meine Kameras, die billigste, die ich habe, ist eine R6, mit der ich hier auch streame. Mit einem alten EF-Objektiv. Weil die einen ganz guten Autofokus hat. Aber da würde ich immer gucken, ob ich mir vielleicht eine gebrauchte ziehe. Was man jetzt vielleicht an gebrauchten Vollformatkameras kriegt, ist sowas wie eine 6D oder eine Superkamera 6D Mark II. Finde ich geil. Die kriegst du bestimmt unter 1000 Euro gebraucht. Und im APS-C-Format, das heißt im Nicht-Vollformat, wäre es sowas wie eine 80D oder 90D von Canon, die finde ich auch schon super, habe ich auch selber gehabt und mag ich sehr. Das sind eigentlich ganz gute Dinger. 7D Mark II auch noch mega geil, aber ich würde immer, das ist aber nur mein persönliches Empfinden, ich würde immer mit einer professionellen Kamera anfangen, weil da hat man länger was von. Und wer billig kauft, kauft zweimal. Ich würde lieber ein bisschen mehr sparen und mir eine gebrauchte Profikamera holen, als irgendwas Pipi-mäßiges. So, aber mit 80D, 90D, 6D, 6D Mark II und so seid ihr schon ganz gut aufgestellt. Das ist schon alles cool. Ich mag nur Vollformat, weil da kann man noch mal ein bisschen mehr machen.
So, und heute würde ich euch empfehlen, also oder zumindest die Kameras, die ich benutze. Ich habe eine R6, ich habe eine R5 und hoffentlich demnächst mal eine R3. Freue ich mich schon sehr drauf. Zwischenring, EF, RF, sinnvoll oder lieber direkt ein neues Objektiv? Also das, womit ich hier filme, ist eine R6, also eine jetzt neue spiegellose Kamera mit einem alten EF-Objektiv. Also was heißt ja alt? Das ist ein 24er. 1,4 ist das, gell? Ja, 24-1,4 EF und ich habe dazwischen einen Ring. Ihr verliert weder Autofokusfähigkeiten noch Schnelligkeiten noch sonst irgendwas. Und ich mag den Ring, habe ich den hier irgendwo? Ne, da ist jetzt natürlich an der Kamera dran, mit diesem drehbaren Ring. Das heißt, da lege ich mir ISO drauf. Das heißt, ich kann Blende und Zeit verstellen und dann ISO an dem drehbaren Ring. Das ist mein Lieblingszwischenring von EF auf RF. Den liebe ich sehr. Und ihr braucht keine neuen Objektive kaufen für die neuen Spiegellosen von Canon, weil die alten Objektive, die funzen ja alle. Ich habe ja zum Beispiel, guck mal, hier. Zack, in meinem Köfferchen. Das Objektiv werde ich auch behalten. Das ist mein 200-400. 4-0. Absolutes Monster, arschteuer. Aber sowas gibt es aktuell im RF-Bereich noch nicht, also für die neuen Spiegellosen. Die nehme ich einfach, die Linse mit einem Adapter an meinen RF-Kameras. Das funktioniert astrein. Da kann man noch viel machen. Auch 100-400er gibt es ja aktuell noch nicht im RF-Bereich, liebe ich aber im EF-Bereich und knalle ich da einfach dran, ist geil. So. Welche Kamera für Unterwasser? Guck mal, ich habe über Wasser habe ich eine R5. Das ist die. Die habe ich schon aufgerickt, so filme ich aktuell mit der, weil ich morgen wieder zu einem Filmjob gehe. Guck mal, ich habe hier so einen Käfig dran von Small Rig und ein 28-70-2.0 mit einem dicken, fetten ND-Filter. Geiles Gerät, Sennheiser Mikro. Das ist alles, was man heute noch braucht zum Filmen, wenn du für Terra X filmst, wenn du für Kinofilme filmst. Das ist alles, womit ich heute noch losgehe. 8K, Freunde, 4K 120. Noch Fragen? Dazu nicht. Absolut geile Kamera, R5. Und die stecke ich mir tatsächlich in ein Gehäuse von Seacam. So sieht's aus. Zack, zack, zack. Da steckt auch eine R5 drin mit verschiedenen Linsen. Also das heißt, ich benutze die Kamera, die ich über Wasser nehme, natürlich auch unter Wasser, weil unter Wasser ist man echt dämlich, ne? Ihr kennt das vielleicht. 10 Meter Tiefe ist wie... Das ist die Martini-Regel, wie ein Martini. Das heißt, wenn ich auf 30 Meter fotografiere, habe ich drei Martinis intus. Das ist schon eine Menge. Da kannst du nicht mehr überlegen, wie war das jetzt nochmal mit welchen Knöpfen. Da musst du die Kamera in- und auswendig kennen. Und das ist einfach geil. Wenn du dieselbe Kamera über Wasser benutzt, wie auch unter Wasser, dann kennt man sich einfach gut aus. Hast du Erfahrungen mit dem Canon EF 100-400? USM II? Na freilich, habe ich. Besitze ich das Objektiv? Ist eins meiner liebsten Objektive für die Tierfotografie. Ist schnell, ist robust, liebe ich sehr. Wurde ja so ein bisschen abgelöst jetzt vom 100-500 RF. Seht ihr schon am neuen Bajonett, ne? Zack. Super Objektiv, liebe ich sehr. Aber das 100-400 habe ich auch noch. Mag ich auch sehr. Habt ihr vielleicht auf dem letzten Bild bei Instagram gesehen von Nico, der hat da alle meine Kameras im Schoß, da habe ich beide Objektive auf dem Boot, als wir in, wo war er als letztes? Peru. Haben wir Vögel fotografiert ganz am Ende und da habe ich das immer aufgerickt. Ich habe dann immer 3, 4, 5 Kameras rumliegen, immer alle mit einem unterschiedlichen Objektiv, je nachdem, was ich gerade brauche. Und los geht's. Womit bearbeitest du deine Bilder? Lightroom. Ich bin kein großer Fan der großen Bildbearbeitung. Ich halte es da wie... Andere kennen Fotografen, Radomir zum Beispiel, der fotografiert schon die Bilder richtig so, wie sie sein müssen. Und es gibt selten Situationen, wo ich mal sage, ich fotografiere ein Bild ein bisschen anders, um es hinterher wirklich noch zu bearbeiten. Das mache ich eigentlich nie. Ich bin ja ein Dokumentarfotograf. Also ich fotografiere Dinge möglichst so gut ich es eben kann und mache ganz, ganz wenig nur noch an der Bildbearbeitung. Ein bisschen Schärfe, ein bisschen Kontrast, ein bisschen Rauschverhalten, ein bisschen die Höhen und Schatten und so, aber viel mache ich tatsächlich nicht mehr an meinen Bildern. Ich fotografiere die schon so gut es geht, so gut ich das eben kann. Ne? Ja. Was braucht man mindestens an Zubehör? Poh, gute Frage. Also ich würde erstmal grundsätzlich einsteigen, eine Kamera, also ein Body, was auch immer ihr euch jetzt da vorstellt.
Und dann muss man ein bisschen überlegen, was mache ich? Mache ich Menschen, mache ich Tiere, mache ich Landschaft? Landschaft natürlich ein Weitwinkel, Tiere irgendwas Teliges, Menschen vielleicht irgendeine Prime-Linse, das heißt kein Zoom-Objektiv. Dann gibt es die Holy Trinity-Regel, das heißt in dem Fall hier 1535, da seht ihr es auch schon, da ist mein Unterwassergear dran, als Weitwinkel, als ein Objektiv. Dann, das ist hier das Richtige hoffentlich, ne? 2470, 28 wäre das zweite aus der Dreierliga. Also wir hatten jetzt Landschaft. 2470, super Porträt, Objektiv, 28 und alles, was so geht. Also wenn ich auf den illegalen Fischmarkt gehe, wäre es das. Und dann noch, ihr kennt es schon, mein kleiner Liebling, 70-200, das neue, das kleine Baby, ey, das ist so geil. 28 liebe ich sehr, das ist die Holy Trinity. Die würde ich mir kaufen, damit kannst du alles machen. Wenn du dann noch 100, 500 dabei hast, bist du für alles gewappnet, was es geht. Dann gibt es natürlich noch den Lehmann, der gerne unter Wasser noch ein Fischei hat, der zum Streamen des 24er 1.4 verwendet wegen dem Bouquet, der, wenn er selber Kameramann ist, das 2870 2.0 dabei hat, der nochmal irgendwann völlig durchdreht mit 200, 400, 4.0 mit Konverter oder auch mal, wenn die Vögel super weit weg sind, mit einem 600er, das ist leider nicht meins, das gehört Canon, rumfummelt. Also Objektive kannst du nie genug haben. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel du tragen kannst und was du wirklich machst. Aber du bist mit einem Standardobjektiv, also einem 2405 oder 2470, ist man schon sehr, sehr gut beraten. Ich würde immer auf die 2.8er Blenden gehen, weil bouquetmäßig ist das schon sehr geil. Wildlife-Objektiv für Beginner. Spannend, weil da gibt es ja jetzt von Canon die neuen 600er und 800er Blende 11, die kosten sowas um und bei ein Tausi. Und ihr müsst euch überlegen, ne? Das Ding hier, ich weiß nicht, was das kostet, 12.000, 13.000 Euro, das 600er Blende 4. Ihr kriegt es auch für ein Tausi, super leicht, super klein. Ich habe damit Bilder gemacht und es gibt irgendwo auch ein Review dazu. Es sieht völlig geil aus und es ist halt budgetmäßig absolut in Ordnung. Das ist schon cool. Und die Leute, die mir sagen, läuft bei dir, du hast so viel teures Kamera-Equipment. Ja, viel davon gehört auch nicht mir. Und ihr müsst auch überlegen, ich habe mir das über Jahre lang gekauft. Das ist so, wenn ihr dann zum Zahnarzt sagt, oh, der Mann, Sie haben aber einen sehr teuren Zahnarztstuhl für 100.000 Euro. Da muss aber einer Patte haben. Das ist ja mein Beruf. Also ich bin ja Kameramann und Fotograf. Ob das jetzt bei Terra X ist oder für meine eigene Serie und so weiter. Das habe ich mir natürlich über viele, viele Jahre erarbeitet. Viele, viele Stunden gearbeitet und einiges eben auch von Canon gesponsert bekommen, was man aber auch zurückgeben muss. So, was haben wir noch? Wie findest du die neue R3? Ja, das würde ich euch gerne beantworten. Ich hatte sie noch nicht in der Hand. Alleine von den Specs, ja, ich habe sie mir bestellt. Sie ist nur aktuell für nicht noch nicht mal für mich lieferbar. Hashtag Halbleiter und ähnliches, ne? Also ich finde die, glaube ich, sehr geil. Ich bin gespannt. So, 2470 ist eine Allzweckwaffe, auf jeden Fall. Damit kannst du alles machen. Ist ein tolles Objektiv, gerade das neue RF. Top. Meinung zur Canon EOS 6D Mark II. Top-Gerät. Es gibt eine Review von mir auf meinem alten YouTube-Kanal Archiv. Ich liebe die Kamera. 6D Mark II ist eine ganz tolle Kamera, mag ich sehr. Kaufempfehlung. Kann man sehr gut machen. Und ihr schreibt es ja auch schon, eine Linse kauft man sich in der Regel nur ein einziges Mal. Das ist auch so. Also so eine Kameralinse, die kaufst du dir jetzt nicht alle 2, 3 Jahre, wie so ein Body, wenn der besser wird oder so, sondern eine Linse hast du im Bestfall ein Leben lang. Die Dinger, gerade die L-Linsen, also die man am roten Ring erkennen kann, ey, da habe ich welche in der EF-Welt, die habe ich seit Beginn, also seit 14 Jahren oder was, ne? Also, was war dein teuerster Kameraverlust, Autor Nico? Ich erinnere es schmerzlich. Boah, Azoren, Tag 1. Mein erstes Mal auf den Azoren im Jahr 2011, 10, weiß ich nicht mehr. 5D Mark II mit 70-200. Pottwale fotografieren im Sturm, erster Tag draußen, Riesenwellen, eine Welle ins Boot geschwappt, über Kamera, Objektiv, Wiedersehen. Tag 1. War hart. Das waren damals 5.000 Euro, wenn nicht mehr. Das war als Mensch, der im Monat 1.500 Euro verdient hat,
war das ein harter Verlust. Davon gab es noch einige mit gebrochenen Unterwassergehäusen, zugelaufen. Mir ist meine Kamera abgesoffen in der Antarktis im Schneesturm, weil die Kameras haben hier oben, das seht ihr vielleicht, so eine Gummilippe. Da. Die muss man sehr in Ordnung halten, immer schön pflegen, sauber halten. Und wenn man so doof war wie ich und hat das nicht richtig gesehen und die hatte einen Riss an zwei Stellen. Und normalerweise kannst du die Kamera, die kannst du in den Regen stellen, da passiert nicht viel. Aber ich stand in der Antarktis, Ultraschneesturm, als Guide, habe geguckt, dass die Leute da rauskommen und hatte die Kamera in der Jacke, 70-200, 5D Mark III. Das Wasser lief mir überall, das schmolz natürlich an meiner Jacke und so, und lief mir hier rein, lief an der Kamera lang und lief dann ins Objektiv. Und irgendwann fotografiere ich und denke, ach Scheiße, das ist ja Wasser im Objektiv. Das kriegst du auch nie wieder hin. Das kannst du nicht trocknen, da hast du dann Pilz drin, das kannst du weghauen. Kannst du einfach nur weghauen. Meldest du der Versicherung und die bezahlt das zwar, aber schmeißt dich danach raus. Ich habe mittlerweile, glaube ich, die dritte Fotoversicherung oder so. Naja, da also, wer viel macht, da geht auch viel kaputt. Also ich habe auf Expeditionen schon einiges kaputt gekriegt, aber in letzter Zeit, das letzte Mal beim Einsatz mit Sea Shepherd, so Boatboarding, da gab es die ein oder anderen Stürze. Nachts, dies, das, hohe Wellen und da habe ich mal nochmal ein 70-200 zerknallt. Ja, richtig geil. So ist es. Immer die Frage, ne? Anfangs APS-C-Sensor oder Vollformat? Freunde, ich gehe immer gerne auf Vollformat. Ich bin wirklich der große Freund des Vollformats. Ich hatte auch APS-C, aber Vollformat ist einfach geiler. R5 oder R6? Gute Frage. Beide Kameras sehr, sehr gut. Wenn du 8K brauchst, R5. Brauchst du 8K? Nicht unbedingt. Die R5 ist nochmal ein bisschen geiler, wenn es ums Filmen geht. Hat sie einfach mehr Möglichkeiten, mehr Features. Die R6 liefert aber fast das gleiche und ist eine ganz tolle Kamera, die ich sehr, sehr mag, sehr vielen Leuten empfohlen habe und die Leute, die sie gekauft haben, lieben die Kamera. Also von daher kann da nicht so viel falsch dran sein. Bist du ein Semi-Profi, ambitionierter Anfänger, reicht die R6? Bist du ein Profi, würde ich auf die R5 gehen, weil sie noch ein bisschen mehr kann. Beide sind toll. Wie lernt man am besten mit manuellen Einstellungen gut umzugehen? Ja, also grundsätzlich werdet ihr eure Kamera nur kennenlernen, wenn ihr jeden Tag damit umgeht. Wenn ihr viele Tutorials guckt, wenn ihr euch ausprobiert, wenn ihr hier bei YouTube sowas euch anguckt und dann zum Beispiel auch das direkt ausprobiert. Es gibt ganz viele Canon-Trainer. Guckt mal in der Canon Academy, da gibt es super, da habe ich auch mit Nico schon einige Videos gedreht, ein paar Tipps wie über Autofokus und so weiter und Image Stabilizer. Also wenn ihr euch einfach die Tipps reinzieht und direkt auch ausprobiert und nachmacht, vielleicht in den gegebenen Situationen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, bester Weg zum Terra X Kameramann. Gute Frage. Viele Skills erarbeiten. Du musst dann als Kameramann dort über Wasser können, unter Wasser können und Drohne fliegen können, inklusive Drohnenführerschein, dies, das. Du musst das Equipment besitzen. Du musst die Skills haben von Höhlentauchen bis Tieftauchen. Jahrelange Erfahrung, ein gutes Team, da kommt also viel zusammen. Viel in die Ausbildung habe ich investiert und unfassbar viel mit Kameras rumgefummelt, dass ich die auch gut bedienen kann und am Ende tatsächlich auch noch ein vernünftiges Bild dabei rauskommt und dann noch ein gutes Auge für schöne Bilder. Ihr könnt euch ein paar Terra X-Dokus von mir angucken. Die habe ich, glaube ich, auf meiner Webseite verlinkt unter, weiß ich nicht, Referenzen oder so. Müsst ihr mal reingucken. Da seht ihr dann, wie gut, ich eben filmen kann oder auch nicht. Ist ja immer Geschmackssache. Wie reinigst du die Linsen immer am besten? Guck mal, ich habe hier auf meinem Schreibtisch diese kleine rote Rakete, da, die liebe ich. Die ist von Giotto's, patented, Giotto S, Rakete. Das ist super, weil ich immer darauf achte, dass meine Linsen wirklich super sauber sind und immer den Staub runterblase, bevor ich drauf rumwische, weil hast du hier ein kleines Sandkorn oder was und wischst die Linse ab. Ciao, adios, your filter. Das wäre doof oder im schlimmsten Fall sogar die Linse. Also immer abpusten, auch hinten mal das Objektiv und darauf achten, dass man immer das nach unten hält, dass der Staub, ne, rausfallen kann, dass man ihn nicht ins Objektiv bläst.
Man kann auch mal die Kamera ausblasen, aber immer so, dass es rausfallen kann. Und immer schön vorsichtig sein bei der ganzen Nummer. Ansonsten habe ich immer so ein Spatztuch, kennt ihr vielleicht, das habe ich immer im Rucksack. Da zieht man so ein Mikrofasertuch raus und kann dann mal die Linse sauber. Und ich sage euch eins, ich bin pingelig, was Linsen betrifft. Meine ganzen Kameramänner, da gucke ich ständig auf die Linse und sehe verschmiert, als ob die mit Penatencreme ihre Filter einreiben. Kann man machen, wenn man den Effekt erzielen möchte. Boah, aber da sind Haare drauf, Schleifspuren, sonst irgendwas. Da denke ich mal, Leute, macht die Linsen sauber. Offenblendig, 2.8, 2.0, siehst du das alles nicht. Aber wenn du dann mal abblenden musst, so ab 6.3, 7.1, dann siehst du schwarze Punkte. Die kriegst du im Video nicht mehr raus. Oder nur noch sehr, sehr schwer. Also immer darauf achten, Linse immer sauber halten. Einer der wichtigsten Tipps, ganz, 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 ganz wichtig. Bezahlt Sea Shepherd das dann, wenn deine Linse kaputt geht? Nein, ich muss ja auch dafür zahlen, dass ich überhaupt da bin. Das kostet viele tausend Euro. Und wenn Equipment kaputt geht, dann zahlst du das leider selber. Spiegelreflex oder spiegellos? Gute Frage. Gute Frage. Also, Spiegelreflexkameras gibt es ja noch sehr geile. 1DX Mark III und so weiter, 6D Mark II, tolle Spiegelreflexkameras. Und jetzt die neuen Spiegellosen. Wir sind gerade so an dieser Umbruchschwelle. Kannst heute noch beides nehmen. Aber da brauche ich ja nicht prophezeien, muss ja kein Hellseher sein. In 5-6 Jahren wird das alles spiegellos sein. Fertig. Es ist jetzt auf dem Weg ins spiegellose Zeitalter. Aber nichtsdestotrotz, 1DX Mark III, Hammer Kamera. Auf welches Über- und welches Unterwasserfoto bist du am stolzesten? Puh, freaking 12, gute Frage. Warte mal, gehen wir mal kurz rein. Ah, Überwasser? It's a good question. Okay, passt mal auf. Da wäre vielleicht, ich muss mal kurz überlegen. Also Unterwasser stolz wäre ich vielleicht. Ja, da gibt es ein besonderes. Mal gucken, ob ich das schnell finde. Ja. Zeige ich euch einmal. Achtung. Also stolz bin ich auf dieses Foto. Das ist. Guck mal, also das ist ein Foto, worauf ich wirklich stolz bin, weil das ist, wen ich da fotografiert habe, ist Brian K. Cook, einer der besten Höhlentaucher der Welt mit dem Sidemount Rebreather. Also schon echt skillmäßig ganz weit vorne. Der Ort ist die Glass Factory in einer Höhle auf den Bahamas und da brauchst du sehr, sehr lange hin, sehr, sehr lange zurück und du hast vor Ort etwa 3 bis 5 Minuten für so ein Bild. Dann die Lichter hinzulegen. Das Bild so aussehen zu lassen, in der Hektik, nichts abzubrechen, weder unten die Stalagmiten noch oben die Stalaktiten, ist wirklich, das ist Endklasse. Hier geht nicht mehr viel drüber. Und der Weg dahin ist verschiedene Höhen, Tiefen, Spalten, Flasche abnehmen vor. Du steigst in einem Loch im Dschungel ein und bist erstmal 1,5 Stunden mindestens auf dem Weg zur Glass Factory und dann auch wieder zurück. Da dürfen deine Ohren nicht abgefuckt sein. Weil du ja verschiedene Höhen und Tiefen überwinden musst, mal 5 Meter, mal wieder 25 Meter. Brian nimmt dort nur Leute mit hin, die er sehr gut kennt, die sehr gut tauchen können. Und das war erstens eine Ehre, da zu sein. Zweitens, dafür Terra X einen Film drüber zu machen. Und heißt, glaube ich, Geheimnisse der Karibik. Ich habe das vergessen. Und dann noch, während du ja Filmarbeiten machen musst, auch noch schon ein schnelles Foto zu machen. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf, dieses Bild gemacht zu haben. Es ist wirklich toll. Mag ich sehr. Bin ich sehr stolz drauf. Gibt es auch nicht so oft, so ein Bild. Finde ich cool. So. Und jetzt über Wasser bin ich stolz. Das ist eine gute Frage. Lass mich kurz mal gucken. Wo bin ich über Wasser stolz drauf? Vielleicht wäre ich. Ist nicht so einfach, Freunde. Wartet mal. Vielleicht dieses hier, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist schon, da bin ich schon ein stolzes Bild. Guck mal. Jetzt bin ich dann natürlich genau drauf. Ihr seht es aber hier, die Haifischflosse, ne? Zack. Dieses Bild habe ich ja bei Sea Shepherd gemacht.
Hier hinten im Hintergrund die Bob Barker. Er hält die Haifischflosse hoch. Es ist ein Marine. Und wir haben das Boot gebordet, ein türkisches Schiff. Waren schon fast wieder runter. Und dann sind wir nochmal hoch aufs Dach und haben alles voller Haifischflossen gefunden. Und das war für mich ein Erfolg, als ich damals mit Sea Shepherd in Gambia unterwegs war, den Leuten so richtig einen zu verpoolen und das Schiff an die Kette zu legen und hier 1:0 für den Haifischschutz. Das sind so Bilder, wo ich vielleicht stolz drauf bin, weil ich damit erreichst du natürlich auch was. Und das zu dokumentieren, das ist schon ganz cool. Das hoffe ich beantwortet eure Frage. Okay. So. Was noch? Wieso bist du so gut im Tauchen? 2000 Tauchgänge? Ja, nein. Ich habe jetzt mittlerweile auch noch schon ein paar mehr als 2000. Naja, für irgendwas muss ich ja auch mal ein Talent haben. Guck mal, ich war nie gut im Ballsport oder sonst irgendwas. Ich kann nichts besonders gut, aber tauchen kann ich auch, glaube ich, würde ich sagen, ganz gut. Erfahrung, Bock, jahrelange Ausbildung und erst dann befähige ich dich das ja dazu, gute Bilder zu machen. Du kannst ja nicht einfach unter Wasser gehen und machst automatisch gute Bilder, nur weil du ein super Fotograf oder Filmer bist. Ich kenne wenige Leute, die super Taucher sind und auch noch super Filmer. Ich kenne aber super viele Supertaucher oder super viele gute Filmer, aber die können das nicht kombinieren. Da gibt es echt nur eine Handvoll. Also da ist das Feld dünn gesät tatsächlich, um beides zu vereinen. Aber das ist viel daran gearbeitet, viele Ausbildungen gemacht, viel wirklich investiert an Zeit, Geld und Energie, um so gut zu werden. Und dann Wiederholung, 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 ist wie beim Kampfsport oder so. Irgendwann hast du das richtig gut drauf. So. Diebel, du solltest wohl mal einen Tauchschein machen, das sehe ich aber auch so. Max und Johannes, ab zum Tauchschein und dann gehen Fritz, du und ich mal schön heitauchen. Und du kannst filmen und ich muss es nicht machen. Das finde ich gut. Mark 4 holen oder lieber R6? 5D Mark 4 oder R6? Ich sage, geh auf R6. 5D Mark 4, schöne Kamera. Stört mich nur eins. Kein Full HD 120 Frames per Second. Nur 720. So far, I know. Es sei denn, es gab ein Firmware-Update. Aber als ich sie in der Hand hatte, hat mich das gestört. Ich filme super gerne 120 Frames per Second. Und das kann die R6 Deluxe. Astrofotografie, nee. Und guck mal, ich bin kein super guter Fotograf, wenn es darum geht, alles abzudecken. Ich kann weder gute Menschenfotos machen, noch bin ich bin super beschissen in Makro. Ich bin auch super beschissen in Sportfotografie oder so. Ich bin echt nur gut, wenn es um Wildlife geht. Wildlife kann ich wirklich gut, unter Wasser auch einigermaßen, aber ich kann auch super viele Sachen überhaupt nicht. Ne? Da gibt es andere, wo ich mir denke, boah, Alter, wie macht er das nur? Von Peter McKinnon bis Gerald Undan und so, das sind schon echt Leute dabei, boah, die können so viel, ist echt geil. Von denen würde ich gerne mal ein bisschen was lernen. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal Makro können. Kann ich aber nicht. Bin echt ein richtig, richtig, richtig schlechter Makrofotograf, Freunde. Ihr werdet es noch sehen. Videos drüber gemacht. Schrecklich. Naja, gut. Wo sieht man alle Videos und Dokus, die du aufgenommen hast? Naja, im Fernsehen sicherlich. Also da sind immer wieder einige Dokus auf der Website. In den Referenzen könnt ihr euch mal durchklicken bei robertmarklehmann.de. Jetzt wird auf YouTube einiges kommen. Ich habe ja viele, viele Jahre auf Expeditionen gefilmt und fotografiert. Das werden wir jetzt mal raushauen. Das machen Max und Johannes. Die schneiden das und andere Leute sitzen da auch gerade dran. Da sieht man dann mal einiges. Also da wird viel kommen in der Zukunft, was ihr sehen werdet. Endlich mal. So. Was würde ich gerne noch fotografieren? Das ist eine gute Frage. Also ich würde gerne mal weiße Haie fotografieren. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich würde gerne mal nochmal Leoparden richtig machen. Schneeleoparden hätte ich Bock. Ich würde auch gerne Elefanten würde ich nochmal richtig machen. Habe ich bisher immer nur Scheißbilder gemacht oder traurige Bilder. Das ist so ein bisschen doof. Ich würde gerne mal wieder was habe ich neulich erst gesagt? Ich würde gerne mal wieder was richtig Schönes fotografieren. So ein Film oder so eine tolle Expedition, wo man richtig was Schönes macht. Und nicht immer nur Wilderer und Umweltzerstörung, sondern richtig mal reingehen und mal wieder richtig schöne Tierfotos machen, so wie früher. Das vermisse ich ein bisschen. Tja, welche Brennweite für Wildlife? Also,
Nochmal, mein liebstes Objektiv für Wildlife ist 70. Wenn ich nur ein Objektiv haben dürfte, wäre es das 70-200. Aber manchmal zu kurz. Deswegen würde ich jetzt aktuell sagen, Wildlife ist ja Vögel, Tiere, Safari, wie auch immer. 100-500 deckst du alles mit ab. Da kann dir schon, da kommst du so schnell an alle möglichen Sachen ran. 100 bis 100, 100 bis 500, da ist einiges dabei. Da muss dir schon viel querkommen, dass du das Tier dann nicht mehr kriegst. Ist schnell, super Autofokus, mega. Aurora Borealis wäre doch auch was. Ah, die Nordlichter, habe ich schon fotografiert? Ist nicht so meins. Jeder hat ja da auch so seine Spezifischhaftigkeit. Kleine Wortfindungsstörung. Spezifität. Ihr wisst doch, was ich meine. So, jeder hat ja seine Specialties. Und Landschaft, oh, da muss ich mich schon... Landschaft, da muss ich mich schon richtig zwingen, immer. Ich bin so ein richtiger Tierfotografen-Nerd. Ich muss mich bei allen anderen Sachen, muss ich mich immer hardcore zwingen. Tja. Ah, Überhitzungsproblem bei R5, R6. R6 ist mir noch nicht überhitzt. R5 habe ich zusammen mit Nico schon geschafft, aber auch wirklich im Ultrabetrieb. Alter Schwede. Da haben wir die ganze Zeit 4K, 120, einen rausgeballert nach dem anderen. Dann kam mal irgendwann die Überhitzungswarnung, dann lässt du die kurz wieder liegen und dann geht's. Als ich die R5 das erste Mal getestet habe, ich durfte die ja als einer der ersten in Europa fotografieren, habe ich aber fotografiert bei 11 Grad, 10 Grad, Seeadler gefilmt, hatte ich gar keine Probleme. Also, aber auch hier Unterschiede groß innerhalb der Kameras, haben wir auch festgestellt. Das fand ich auch interessant, dass Nico seine schneller überhitzt als meine. Ich bin halt der coolere Typ. Die kälteren Hände, oder was? Ja. Aktfotografie-Tipps kann ich euch leider nicht geben. Ich fotografiere zwar viele nackte Lebewesen im Sinne der Tiere, die haben ja nichts an, aber Akt habe ich noch nie gemacht. Welche Stative verwende ich? Ich habe kleine Gorilla-Pots, ne, die kennt ihr vielleicht, also die man so verbiegen kann. Dann habe ich zwei Stative von Gizzo, Carbon-Stative, ein kleines und ein großes, eins für Reisen, eins für, wenn ich nochmal so losgehe. Und wenn ich mir den richtig dicken Mühlen filme, habe ich ein Sachtler, Name vergessen. Ihr kennt das, was nicht rund ist, sondern was sich so anschmiegt. Scheiße, ich habe es vergessen, wie es heißt. Ihr wisst, welches ich meine. So, kannst du mal Antarktisbilder zeigen? Das werde ich, liebe Freunde. Demnächst. Ihr werdet es sehen. Kommt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die neuen spiegellosen Kameras, Kamera und Objektiv, sehr gut stabilisiert sind, benutze ich eigentlich ein Stativ so gut wie nie. Ich will ja auch immer schön mobil sein, ne? Und muss mich oft für den perfekten Bildwinkel, sieht man mich irgendwo auf dem Boden rumkriechend, zwischen den Pflanzen, zwischen den Felsen, irgendwo immer dreckig, von vorne bis hinten rumfummelnd. Also ich benutze echt selten ein Stativ. Es kommt mir selten unter. Genau, ihr schreibt es ja auch schon, ist super sperrig und schwer. Ich bin halt echt gerne ein mobiler Fotograf. Ich habe neulich ein Stativ verwendet. Wartet. Und zwar mit dem 600er plus Konverter. Also auf 1200, genau mal 2, als ich fotografiert habe Aras an einer Salzleckstelle, beziehungsweise Lehmleckstelle. Da brauchte ich ein Stativ. 1200 außer Hand zu halten, eher schwierig. Tipps, um höhere Brennweiten aus der Hand zu fotografieren. Also grundsätzlich ist es eh immer gut, egal was ihr da dran schraubt. Also wenn man durchguckt, warte mal, wie seht ihr das am besten? So, ne? Wenn man durchguckt, ich sehe immer wieder Leute, die halten die Kameras so. Nein, liebe Freunde, unterstützt euch, guck mal. Unterstützt das Objektiv, dann kommt der Winkel hier ran, das ist die zweite Hand, die sichert die Kamera und wenn ihr euch das noch ins Auge drückt, habt ihr schon eine Dreipunktfixierung. Damit habe ich selbst mit dem 100-500, was hier super stabilisiert ist, voll ausgefahren, 500er Brennweite, seht ihr mich, Flugbilder machen, ohne dass ich wackle. Das ist richtig geil, also mit dieser Dreipunktfixierung und 100-500er stabilisiert in der Kamera und Objektiv, habe ich wunderschöne Seeadleraufnahmen im Flug gemacht. Was du früher fokussiert vom Riesenstativ mitführen musstest und alles super schwierig, geht heute 100-500er außer Hand, affengeil.
Bester Tipp für Rauschreduzierung bei schlechtem Licht. Jagt den ISO hoch, Freunde. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil ihr müsst euch überlegen, viele Leute scheuen sich so richtig vor ISO 12.000 und höher. Was wollt ihr denn mit den Bildern machen? Freunde, ich habe hier, guck mal, das Bison hinter mir. Wie kriegt man das jetzt scharf? Das ist schwierig, gell? Gar nicht. Ja, ihr seht ja dieses Bison-Bild da hinter mir. Da. So, das habe ich fotografiert. Oh, weiß ich nicht, ISO 12.800. Guck mal, das ist auf 1,50er Höhe ausgedruckt und ist top scharf, sieht super geil aus, überhaupt nicht grisselig. Jagt den ISO hoch, solange es für Instagram ist und ihr jetzt nicht Hochglanz-Ultra-Reportagen macht, wo es nicht grisseln darf. Und es gibt auch auf Lightroom und so weiter super Rauschreduzierung. Haut den ISO hoch. Wen interessiert's? Wirklich, macht es. Live-Bildbearbeitung mache ich mal. Versprochen, habe ich mir schon aufgeschrieben, kam mir die Idee heute unter der Dusche, möchte ich wirklich gerne machen, dass ihr mal seht, wie ich meine Bilder bearbeite. Finde ich wichtig, weil ich bin ja, wie gesagt, nicht der größte Freund der Bildbearbeitung. Ich will die so natural halten wie möglich. So. Wie vermeide ich Backscatter beim Unterwasser-Video-Foto? Beim Video ist nicht ganz so schlimm, bei Foto ist es schwierig. Also Backscatter ist, wenn du durch die Kamera guckst und du hast neben dir, hast ja unter Wasser entweder ein oder zwei Blitze, pum, manchmal habe ich auch drei oder vier. Und wenn dann die Teilchen, die im Wasser Schwebeteilchen sind, angestrahlt werden und zurückreflektieren, dann hast du alles voller Punkte und Schwebeteilchen sieht total beschissen aus. Wenn du aber die Blitze hinter deine Sensor-Bildachse bringst und leicht anschrägst, dass die nicht frontal angestrahlt werden, sondern vielleicht nur von der Seite oder schräg von oben, reduzierst du Backscatter. Du wirst es nicht ganz wegkriegen, es sei denn, das Wasser ist tipptopp klar. Das wünsche ich mir oft und das ist seltenst der Fall. Ein bisschen Backscatter hast du immer. Ja. Wo lässt du deine Fotos ausdrucken? Ich persönlich gar nicht, aber das werdet ihr demnächst im Shop sehen können. Missionerde.shop, ab 8. könnt ihr Leinwände, Alu-D-Bonds, Poster und auch richtig geile Galerieprints kaufen. Und die, Alter, es wird so geil. Ja, was ist deine Meinung zur Blitzfotografie bei Wildtieren, speziell Reptilien, Amphibien? Sehr gute Frage. Mache ich häufig. Ich bin ein großer Freund des externen Blitzens. Das heißt, ich habe oben drauf einen STE-3-Receiver und einen Blitz. Also ihr seht mich manchmal mit einer Kamera, mit einem Fisheye drauf oder mit einem Weitwinkel und dann ein Blitz und pum, und der Blitz schießt von der Seite. Ich mache das nicht gerne bei Reptilien oder anderen Tieren. Bei Insekten finde ich es jetzt halb so wild. Bei Reptilien eher nicht. Da verwende ich gerne ein Dauerlicht mit einem Bouncer. Da habe ich so kleine Light Cubes mit einem Bouncer vorne drauf, dass du die nicht zu Tode blitzt. Die haben ja auch empfindliche Augen. Da nehme ich gerne Dauerlicht und dann siehst du auch schon, wie das Foto wird. Deswegen blitze ich da nicht so gerne. Wo ich blitze, ist mal so Menschen, die durch den Dschungel laufen, im Dunkeln, mit so Wischer, Vorbeizieher, das mache ich eigentlich ganz gerne. Und unter Wasser musst du blitzen, wenn du ein schönes Tierfoto haben willst, aber da lockt es die Haie ja eher an, anstatt es sie abschreckt. Haie lieben Blitze. Wie viele Bilder mache ich im Schnitt per Einsatz? Also jetzt bin ich zurückgekommen, Peru, oh, 30.000, das war noch Mittel. Es gibt Expeditionen, da komme ich zurück, 50.000. Ja. Es gibt Expeditionen, da komme ich zurück mit 1.000. Ganz unterschiedlich, je nachdem, was so passiert ist und je nachdem, wie gut es war. Und die letzten Expeditionen, die waren zäh, Freunde. Es ist mal wieder Zeit für was Geiles. Die letzten waren wirklich, wirklich zäh. Wird es im Shop ein Orca-Bild geben? Überfragt.com. Weiß ich gerade gar nicht. Haben wir uns für ein Orca-Bild entschieden? Wartet. Aber ein geiler aus. Weil ich hab zwar gute Orca-Bilder, aber die sind nicht alle top. Nicht, vor allen Dingen nicht für einen Druck. Wer sichtet die alle, das dauert Tage? Ja, es gibt Fotoprojekte von mir. Ich habe, glaube ich, einige Festplatten. Und da sind Fotoprojekte drauf, die sind teilweise schon 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Nicht durchgeguckt, Alter. Nicht durchgeguckt. Genauso Videoprojekte. Eins jagt das nächste. Ich bräuchte mal so 5, 6, 8 Jahre ungefähr frei, wo ich das mal bearbeiten könnte, wo ich da mal reingehen könnte. Naja.
Frage zur Speicherkarte. Eine riesengroße, wenn kaputt, sind alle Bilder weg. Oder doch mehrere kleine? Gute Frage. Ich persönlich, ja. Also aktuell, ich bekomme Support von Angelbird. Guck mal. Na, wo ist er? Da ist er. Benutzt die jetzt seit einer Zeit, finde die super. Schnell, robust, alles cool. Ich muss auch sagen, mir ist noch nie eine Speicherkarte kaputt gegangen. Ich habe schon Kameras klein gekriegt. Durch Absaufen, Salzwasser und so weiter. Selbst eine komplett abgesoffene Kamera, 5D Mark II, im Gehäuse komplett mit Salzwasser geflutet. Alles abgespült, Kamera, Speicherkarte abgespült, trocken geblasen. Hier mit meinem... Speicherkarte hat überlebt. Speicherkarten kaputt zu kriegen, ist schon eine Sache für sich. Ich kenne ja viele Fotografen und Filmer und kenne nur zwei Leute, denen jemals eine Speicherkarte kaputt gegangen ist. Von Anbietern, die ich im Leben niemals verwenden würde, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte. Aber das ist super, super selten. Mir persönlich noch nicht passiert und die sind ja wie SSDs, die kannst du eigentlich kaum kaputt kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde immer heutzutage auf größere Speicherkarten gehen, weil dann kann ich ein ganzes Projekt da drauf haben und ich mache am Abend, jeden Abend, wenn ich nach Hause komme oder im Dschungel bin oder egal wie, immer ein Backup. Immer ein Backup haben. Das Material nochmal schnell, so müde du bist und du hängst da und du bist völlig fertig und total am Arsch und du bist sonnenverbrannt und die Mücken nerven und die fliegen, macht bitte ein Backup. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, fuck, Karte formatiert, Karte verloren, wie auch immer. Ah, zum Glück, ich habe ja noch ein Backup, alles gut. Und immer an zwei physisch anderen Orten. Eins in der Hängematte liegen lassen, eins in der Tasche. Dann bist du safe. Tja. Mir wurde meine Speicherkarte durch einen Security-Check am Flughafen gelöscht. Ist mir noch nicht passiert. Bei mir wurde sie schon zweimal aktiv gelöscht vom Security. Leider. Wird es auch ein Fotobuch von dir geben? Nee. Also ich bin ja, ich sehe mich um Gottes Willen nicht als Fotografen, der anderen Leuten was beibringt. Um Gottes Willen, da gibt es viel, viel bessere. Von Radomir bis Jaworski, von sonst wem bis sonst wen, Tobias Friedrich und so weiter. Das sind alle super Fotografen. Ich bin kein Beibringer. Ich kann nur lustige Geschichten erzählen. Ne? Genau. Okay. Mein Lieblings-Hai-Foto wird jetzt hier immer wieder gefragt. Okay, komm, ich such's euch raus. Was ist mein Lieblings-Hai-Foto? Wir gehen mal in meinen Ordner Haie. Musst du mal selber vielleicht mitgucken. Alle einblenden. Zack. Ich gehe mal in die Reaction. So, da seht ihr meinen Ordner Haie. Ich mag sehr. Ihr wisst, guck mal, meine Top 5 der Lieblingshaie sind hier vertreten. Also ich mag natürlich extrem sehr meinen Blauhai. Das ist einfach einer meiner Lieblingshaie. War jahrelang mein Ultra-Lieblingshai. Ich finde ihn einfach sehr schön. Der ist einfach wunderschön. Ich mag auch dieses Bild sehr. Das zeigt den perfekten Lebensraum des Blauhais. Ich mag auch dieses Blauhai-Splitshot, finde ich, auf den Azoren. Liebe ich, dass man hier oben noch den Sonnenuntergang sieht. Hier das kleine Blitzchen. Ich liebe auch das Bild. Das finden viele doof. Aber ich mag diese 3-4 Rüpel, die hier so rumballern im Schwarzwasser. Finde ich geil. Ich liebe dieses Bild. Auch Blauhai auf den Azoren. Ich mag dieses Bild von einem Terra X-Dreh. In Mikronesien. Das ist ein grauer Riffhai. Die guckt so schön, die junge Dame. Mit ihren Remoras hier. Und die ist schön schwanger. Guck mal, das mag ich sehr. Ich mag das Bild. Martin Strimska, ein Kumpel von mir gemacht. Das wollten wir unbedingt machen auf den Bahamas. Großer Hammerhai. Aktuell the one für mich. Mein Lieblingshai. Svörner Mokaran. Der große Hammerhai. Ich liebe dieses Tier so sehr und wollte mein Leben lang mit dem freitauchen. Ich finde, das hat der Martin so gut eingefangen. Schön dynamisch, ein geiles Bild. Und ich liebe natürlich, das ist mein Lieblings-Hammerhai-Foto, was ich von dem gemacht habe, von diesem Tier. Schon mein Lieblingshai. Das ist meine Number One, großer Hammerhai. Danach kommt der Blauhai. Und dann würde ich vielleicht den Tigerhai auf Platz 3 setzen. Muss ich mal überlegen, weiß ich nicht genau. Das Bild mag ich auch sehr. Und das kommt auch in den Shop, in den Druck, weil ihr euch das gewünscht habt, weil viele dieses Bild unfassbar geil finden, weil es so viel Tiefe hat und irgendwie ein schöner Moment ist. Und ich mag dieses Bild wirklich sehr. Ja. Ist ein tolles Bild. Mag ich, stehe ich drauf. Hänge ich mir auch selber hin.
Das sind so meine Lieblingshaibilder. Ich mag aber natürlich auch so ein Porträt von einem Blauhai, kann man auch mal machen. Das war eins meiner ersten Blauhai-Bilder. Auch geil. Das ist eine junge Dame, die hat ja auch einige Bissspuren kurz. Seht es auch hier an der Flosse, kurz nach der Paarung. Ist auch ein schönes Bild. Das haben viele Leute, wollten das von mir haben. Splitshot im Sonnenuntergang, Blauhai, ist eins meiner beliebtesten Bilder. Liebe ich nach wie vor, auch heute noch. Das sind so meine Lieblingshaibilder, die finde ich schon geil. Aber ich mache ja nicht nur schöne Sachen, ich zeige ja auch die schlechten. Auch diese Bilder gehören dazu, um die Geschichte in der Gänze zu erzählen. Irgendwo auf den Fischmärkten, illegal oder nicht, dieser Welt. Guck mal hier, 1DX Mark 3, 24-70-28. The Weapon. Das Monster. Und damit macht man dann diese Bilder. Freunde, das gehört einfach dazu, diese schlechten Bilder auch zu machen. Hier, das waren meine ersten Undercover-Bilder, glaube ich. Auf den Azoren. Da sind alles Blauhaie und ab und zu ist ein Marco dabei. Und hier die Flossen. Und es waren viel mehr Flossen als korrespondierende Körper. Hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ja. Und dann natürlich gehören diese Bilder auch dazu von den Haifischflossen und so weiter. Also gehört alles dazu. Das Schöne und das Schlechte muss man da dokumentieren. Und natürlich auch immer mal wieder ein Foto von mir aus Zeiten, wo, ja, das tut immer weh, wenn ich mir sowas angucken muss. Ja, okay. Lieber Chat, das waren so die guten Hai-Bilder. So, was wollt ihr noch wissen, ihr kleinen Fotonerds? Das geht ja richtig zur Sache. Bietest du Stockfotos an? Nee, habe ich noch nie. Hatte ich nicht die Zeit dafür. Also bin nicht irgendwo in irgendwelchen Stock-Sachen vertreten. Und ich hatte das mal bei so einer Agency, die ist aber, glaube ich, pleite gegangen, hatte ich Stockfotos drin. Und da wurden dann auch immer so, ich sag mal, 100 Bilder im Jahr verkauft. Haie, Robben, dies, das. Und bekommen habe ich dann dafür so 220 Euro. Wurde dann so ein Bild für 2 Euro verkauft wurde an eine polnische Zeitung. Super Scheiße. Ja. Ah ja, vielleicht mal ein paar Tipps. Guck mal, wenn wir schon mal bei Foto-Nerd-Talk sind, hau ich mal ein paar Tipps raus von Fotografen, die ich gut finde, weil hier, ich las gerade den Namen, Sean Heinrichs. Natürlich kenne ich Sean Heinrichs. Geiler Macker. Geiler Umweltschutzfotograf, finde ich richtig gut. Richtig, richtig guter Typ. Also den mag ich sehr. Tolle Fotos, hat einen ganz tollen Stil. Ich mag natürlich auch Paul Nicklin. Einer der besten Naturfotografen, wenn nicht der beste der Welt. Franco Banfi. Toller Unterwasserfotograf. Da gibt es schon richtig, richtig tolle Leute. Frauen, wenige, warum auch immer. Weiß nicht, Frauen in der Naturfotografie oder so Umwelt-Undercover-Geschichten wenig vertreten. Gibt es nicht viele? Fallen mir nur welche ein, die sich mit der Materie beschäftigen, aber nicht die richtig gute Fotografin sind. Paul Nicklins Freundin oder Frau, weiß ich nicht, ist es Freundin oder Frau, Mitty, die ist super. Aber so Frauenfotografin? Ulla, ja, Expeditionsfotografin. Aber macht nicht so Undercover-Geschichten oder Umweltschutz, macht die nicht. Chris Kauler, super Naturfotograf. Ja, der Chat kennt euch aus. Jaworski, freilich, ist ein guter Fotograf. Jaworski ist so ein richtiger Allrounder. Ne? Das ist so ein Monster-Fotograf. Der kann einfach alles. So. Wen haben wir noch? Sebastião Salgado wollte mich veräppeln, ob ich den kenne. Alter, ultra krasser Fotograf. Wahnsinnsdinger, die der rausgehauen hat. Unbedingt mal Chris Burkhardt, natürlich. Tanja Brandt sagt mir gar nichts. Morten Hilmer. Ganz eigener Stil. Morten, also wenn ihr so richtig auf Entspannung machen wollt und euch mal richtig runterrelaxen wollt, Morten Hilmer, Freunde. Geiler Typ, dieser Stil, ich liebe es. Morten Hilmer, Badger Photography oder so, oder allein in der Arktis, mega. Mega, mega, mega. Steve McCurry, mega. Super gut. Stefan Wiesner hat mich neulich mal gefragt, ob ich zu ihm im Podcast kommen will. Ich habe leider absolut keine Zeit. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, aber kenne auch nicht so gut seine Arbeit. Sandra Badocha, sehr gute Naturfotografin. Paul Ripke macht so Menschen und so, ne? Kate Jonker, das kenne ich gar nicht. Alessandro Scrow, klar kenne ich den.
Ich kann nicht verneinen, dass wir demnächst zusammenarbeiten. Radomir, ja, Radomir Jakubowski, Freunde. Das ist einer der krassesten Fotografen, die wir in Deutschland haben. Super Typ. Alle Bilder mega. Wie viele Fotowettbewerbe hat Radomir gewonnen? 400? Da geht echt schon einiges. Max Riewe, ja, krasser Typ. Wahnsinnsstil. Die Bilder sind wie aus einer anderen Welt. Viel Photoshop, aber krasser Typ. Jean-Arthur Bertrand, na klar, kennt man. Nico Deutsch taugt dir. Nico Deutsch, mein Kameramann, der taugt mir auch. Peter McKinnon, mega geiler Fotograf. Audun Rickardson, oh, kennt ihn Ambassador, richtig geiler Typ. Aufgetaucht erst vor. Seit wann kennt man Audun Rickardson? 5 Jahre? Norweger, norwegischer Professor, Fischereiwale, dies, das. Geiler Typ, alter Schwede. Super Bilder, ganz eigener Stil. Hat tolle Geschichten zu erzählen. Wir müssen mal echt mal ein. Oh, Audun. Ein Streamer nur über Audun Rickardsons Bilder machen, Alter, der Typ. Wahnsinn, großes Vorbild von mir. Da geht schon einiges. Meinung zu HDR-Bildern. Ja, mache ich mit dem Handy. Ich mache sonst keine HDR-Bilder. Ist nicht mein Stil. Jeder hat ja so seinen Stil und meiner ist wirklich dokumentieren, so reell und so gut wie möglich. Also wirklich das Bild so machen, wie es ist und eben einfach zu sagen, so war's, so ist es und da will ich nichts dran verändern. Tja. Hast du Tipps, wie man sich als Fotograf in der Szene etablieren kann? Das ist eine häufige Frage, die ich kriege, ja. Ich glaube, die Fotografenszene, die ist ja groß. Die ist auch schon ganz gut gefüllt. Ich sage jetzt mal, Naturfotografen gibt es jetzt nicht so super viele. Guck mal, der Chat ballert ja nicht jetzt hier hunderte Namen rein. Das sind in Deutschland echt, also gute, würde ich mal sagen, so 40, 50 vielleicht. Inklusive der Frauen. Naturfilmer. Na los, haut mal ein paar Naturfilmer hier raus. Da gibt es nicht so viele, Freunde. Da könnt ihr echt noch, da ist noch Nische. Da könnt ihr noch Plätze besetzen. Vor allen Dingen auch unter Wasser. Ne? Da geht schon, da ist schon noch einiges frei. Der wichtigste Tipp, glaube ich, um in dieser Szene Fuß zu fassen, ist Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, jeden Tag rausgehen, auch wenn es regnet, eher aufstehen als alle anderen, länger wach bleiben als alle anderen, weitergehen, Skills an eigenen Tutorials gucken, seine Kamera gut kennen, reingehen in die Materie und wenn ihr merkt, boah, so wie ich, das ist mein Ding, ich nehme diese Kamera, Leute, ich nehme diese Kamera in die Hand und da geht mir einer ab, weil ich das einfach liebe. Ich liebe die Knöpfe daran, ich liebe, wie die sich anfasst, ich liebe es, damit zu arbeiten und ich kenne die auch sehr, sehr gut und kann damit dann nach vielen Jahren Übung auch echt relativ vernünftige Bilder produzieren. Das Ganze dann auch zu bearbeiten und zu einem Film oder zu einem richtigen Foto oder zu einer Ausstellung oder zu einem Buch werden zu lassen, das ist Jahre, Jahre, Jahre lange Arbeit, aber immer am Ball bleiben und immer, wenn ihr merkt, ihr habt Leidenschaft, dann klappt das sowieso irgendwann. So, da ist jemand beharrt. Das reicht nicht. Andreas Kieling, Top-Naturfilmer natürlich. Jan Haft, ich würde sagen, Jan Haft ist Deutschlands bester Naturfilmer. Kennt immer kein Schwein, aber die Aufnahmen von Jan sind wirklich unfassbar gut. Der Typ hat's wirklich drauf. Immer auf höchster Qualität fotografieren und RAW immer an. Freilich, Freunde. Wenn dann höchste Qualität. Wobei ich jetzt in letzter Zeit aufgrund eines Tipps von Nico Deutsch, meinem Kameramann, der ja auch Canon-Trainer ist und Canon in- und auswendig kennt, auch viel mit C-RAW gearbeitet habe. Also einem komprimierten RAW, dass du nicht gleich 80 MB hast pro Bild, sondern vielleicht nur 30 oder 35. Fotografierst du lieber in Hoch- oder Querformat? Ich bin ein großer Freund des Querformats, mache aber auch manchmal Hochformat, wenn es sich anbietet. Selten. Manchmal, wenn so, das letzte Hochformat, was ich gemacht habe, war zum Beispiel ein Ast im Wasser, Vogel drauf und das Wasser war ganz ruhig und hat sich unten gespiegelt. Da habe ich dann die Kamera Hochformat genommen, dass man die Spiegelung komplett drauf hat. Dann geht das schon mal. Ja. Wieso Canon, wird gefragt. Naja, weil
weil ich die gut finde. Aber das ist jedem selber überlassen. Macht, was ihr wollt. Kauft euch die Kamera, die euch gut taugt, die euch gut passt. Shit egal. Ist wie ein Auto oder eine Freundin oder ein Freund. Sucht euch das aus, was euch gut taugt. So. Und lernt viel. G. Wegner. Ja, wer war das denn nochmal? Das war so ein Timelapse-Macker, ne? Gunter Wegner? Heißt der Gunter Wegner? Ich früher auch mal was gesehen, ja. Filmste quer, siehste mehr. Ihr seid so geil. Ach, Freunde, Foto-Nerd-Talk macht mir Spaß. Finde ich gut. Gefällt mir. Nico Sonnabend, freilich. Kenne ich. Oh, 200 Euro Dono kam rein. Sagt wer? Guck mal, dann machen wir kurz die Donos. Ah. Also, kleine Unterstützung gegen die Geisternetze. Vielen Dank. It's oink oink, ein Zehner. Ey, danke, danke für alles, du inspirierst mich mega. Das ist ja auch der Sinn und Zweck meiner Zeit hier. Pack das Geld dorthin, wo du denkst, es am meisten hilft. Liebe deinen Content. Digger Flo, vielen, vielen Dank. Frozen Dia Deformant. Es ist echt toll, wie du wirkst und die glänzenden Augen beim Reden über Tiere einfach toll. Frag mal. Und wenn man die alle mal live sieht, das ist das Geilste, rauszugehen, mit Tieren zu arbeiten. Ein Honi von Malle24, freue mich schon auf Mittwoch und auf den Shop-Launch. Mach mal einen Stream auf Ostdeutsch. Ha! Man könnte den Stream auch auf Ostdeutsch beenden. Freilich, ist gar kein Thema, ne? Hab einen Fang, ein Zehner. Und eine 200-Euro-Dono von De Knöpje. Hi Robert, habe heute gerade ein Buch gekauft, bin ein riesiger Tierfan und unterstütze alles, was mit Tieren und Umweltschutz zu tun hat. Falls du mein Tier rettest und dem einen Namen geben darfst, Knöpje wäre doch toll. Versprochen? Das nächste Tier, was ich rette, heißt Knöpje. Guck mal, die Taube, die ich neulich gerettet habe, die können wir doch Knöpje nennen. Das finde ich ganz gut. Machen wir doch. Wir sollten öfters Kameratalks machen, schreibt ihr hier. Ja, ich bin da. Ich bin ein großer Freund davon. Ne? Man, ich dachte jetzt aus dem Stream eben, wir nehmen nur vielleicht 10, 15 Leute mit, weil Kamerakram interessiert ja nicht jeden. Das ist ja schon sehr speziell. Ne? Aber hier gucken immer noch knapp 3000 Leute zu. Habt ihr interessiert euch das wirklich so sehr, dieser Kamerakram? Das ist echt geil. Was ist mit GoPros? Gute Frage, ja. GoPros funktionieren natürlich auch. Ich habe, oh, warte mal, 8er und 9er. 8er, weil ich da so ein fettes Battery Pack habe, dass ich die auch 6, 7 Stunden laufen lassen kann. Habe ich neulich gemacht am Spinnenbau. Werdet ihr sehen. Und 9er. Und jetzt gibt es ja schon die 10er. Das Rennen mit der GoPro mache ich nicht mehr mit. Ich bleibe jetzt erstmal bei der 9er. Funktioniert gut. Ist aber sehr speziell. Funktioniert nur gut bei Licht. Hast du kein Licht, wird's scheiße. Da brauchst du dann sowas. Ohne Licht ist es mit der GoPro, bist du verloren. Wie viele Streamer gibt es schon, die Naturschützer sind und über Kameras quasseln? Weiß ich nicht. Gibt es da noch andere? Weiß ich nicht. Foto-Reviews in der Zukunft. Machen wir mal. Ja, wir machen mal so ein Ding. Ihr könnt euch so drauf freuen. Ich kann es euch ja noch nicht verraten, was da hinten steht. Ich muss mich so zwingen, euch das nicht zu erzählen, weil das wirklich so geil für euch alle wird und weil ich da so Spaß dran haben werde und Max auch, der Falk sitzt, der sitzt bestimmt auch zu Hause. Der sagt, Robert, halt die Schnauze. Du darfst das nicht erzählen. Aber ihr seid nur noch Augenblicke davon entfernt. Welche Cam empfiehlst du für Lowlight-Aufnahmen? Ach du, Leute, du kannst ja mit so einer R5, R6 super Lowlight-Aufnahmen machen. Vom Stativ stehen lassen. Ich auch da Lowlight-Aufnahmen. Es gibt einen Hack von Canon. Geht mal in die Canon Academy. Nico und ich haben einen Hack zu Lowlight gemacht. Da erkläre ich das alles. Wunderbar. Wo speicherst du deine Fotos und Videos? Guck mal, ich habe solche Platten hier, die kennt ihr vielleicht, ne? Von Lassie. 5 Terabyte. Ich habe die SanDisk 2 und 4 Terabyte SSDs. Die sind natürlich ein bisschen schneller. Die machen schon Bock. Und demnächst kriege ich aber auch Festplatten von Angelbird. Da bin ich mal gespannt. Ja, heutzutage mache ich natürlich alles gerne auf SSDs, weil Übertragung schnell, vor allem wirklich ohne Witz, wenn ihr abends nach einem 18-20-Stunden-Tag,
du bist sonnenverbrannt und du hast keinen Bock mehr und du musst noch 500 Gigabytes rüberziehen, ey, dann willst du echt eine SSD haben und eine schnelle Speicherkarte und einen schnellen Reader, dass das fix vonstatten geht, dass du in 20, 30 Minuten durch bist und das auch noch schnell benennst, weil sonst sitzt du da teilweise 2, 3 Stunden abends noch Material einladen. Das ist Quark. So, und die Festplatten, die ich habe, die kopiere ich mir dann immer und habe die an verschiedenen Orten liegen, sodass da nichts schiefgehen kann, wenn mal was abfackelt oder so, dass man immer auf der sicheren Seite ist. Cloud-Speicher habe ich auch, benutze ich auch, lade ich auch alles hoch, aber bei mir ist 3-4-fach versichert. Ich sag's euch, lieber besser. Lieber besser. So. Hast du auch ein NAS? Nee, ich bin nicht so ein Freund von Strom, Internet, dies, das, hochladen. Lieber physisch auf Festplatten, die vernünftig spiegeln, ordentlich benennen. Eine gute, ich nenne das immer Festplattenhygiene. Das muss man gut pflegen. Ist wie seinen eigenen Körper. So muss man auch die Festplatte pflegen. Ja. Meinung zur Handyfotografie. Werdet ihr kriegen? Hab schon ein Video darüber gedreht. Mit dem Handy wurde das Video gedreht. Ich musste meinen Kameramann, der normalerweise auch mit sowas filmt, musste ich dazu zwingen, das Handy in die Hand zu nehmen und ein Video mit mir zu machen, wie man mit dem Handy fotografiert. Tja. Was wollt ihr noch wissen, Freunde? Sehr gute Frage, Gracious. Welches Foto hat dich am meisten gekostet, aber nicht im materiellen Sinn, sondern physisch, Anstrengung, Kraft und Durchhaltevermögen? Welches Foto bei mir erforderte den meisten Effort? Wahnsinnsfrage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Der größte physische Effort. Also eins der Fotos, wo ich wirklich sage, das hat Effort gebraucht. Und viele Jahre und Vorbereitung und viel Glück und da musste viel zusammenkommen und viel schwitzen und viel Feuerameisen. Sumatra Nashorn. Eins von 79. Da steckt ganz, ganz viel drin. An Emotionen und an Schweiß und an Blut. Ja, das ist, glaube ich, eins meiner härtest erarbeitetsten Bilder. Physischer Effort, so wo man so richtig reingehen musste, war auch vielleicht noch, oh Gott, ja, alter Schwede. Ich zeige euch erstmal, wie abgefuckt ich aussah. So sieht ein Lehmann aus, das ist das, was ich vorhin sagte, ich kriege immer irgendwo im Dreck rum, das ist bei 56 Grad, 56,3 in Indien, in Maharaja, Tiger fotografieren. Alter Schwede. Also da bin ich wirklich durch die Hölle gegangen für Fotos. Ich glaube, man sieht es mir auch ganz gut an. Und dabei sind so Fotos entstanden wie zum Bleistift. Das ist ja ganz geil hier vielleicht. Ne, das sieht man ja, das ist nicht das Richtige. Sowas. Muss man ein bisschen hingucken, aber ich finde es schön, weil der ist, oder die, besser gesagt, ist in der freien Natur, die konzentriert sich nicht auf mich, sondern ist da in ihrem Lebensraum und guckt da ihrem Kalb, hätte ich beinahe gesagt, ihrem Jungtier hinterher, was sich so ein bisschen abseits bewegt. Finde ich schon ein gutes Bild. Das hat mir auch schweißmäßig und so viel abverlangt und ist einfach, guckt euch die geile Sau an, Alter. Die ist doch auch wunderschön. Habt ihr so mal so einen schönen Tiger gesehen? Die ist doch wahnsinnig schön. Mega cool. Ist ein echt tolles Bild. Die mag ich sehr. Der hat mir auch viel abverlangt. Auch viele Tage für gebraucht. Und ansonsten,
Emotional ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Würde ich sagen, können wir mal. Oh ja. Das ist so ein Ordner, den möchte ich eigentlich immer am liebsten gar nicht aufmachen. Das ist wirklich. Guck mal. Ordner illegaler Wildtierhandel. Da sind auch ein paar Bilder dabei, die haben mir schon viel abverlangt und die haben viel mit mir gemacht. Also sowas zu fotografieren. Ja, das tut schon weh. Innen drin. Aber muss auch gemacht werden. Das ist ja das, was ich sage, ne? Ich würde gerne mal wieder was Schönes fotografieren und nicht immer nur die schrecklichen Dinge, die mich echt ankotzen. Hier ist auch so ein Ding gewesen. Ja. Nicht so einfach, sowas zu fotografieren. Da verlangt es dann immer mal wieder so ein bisschen emotionale Stability. Das ist nicht immer ganz so einfach. Jo. Hat eine Kamera eigentlich schon mal aufgegeben bei Temperaturen? Also Indien war hart. Indien habe ich damals gemacht mit einer 1DC, also im Prinzip eine Canon 1DX Mark I, aber in der Cinema-Version mit 4K-Capabilities. Kostete damals 15.000 Euro eine. Boah, war die teuer. Aber eine Wahnsinnskamera, die ein wunderschönes Bild geliefert hat. Und mit der bei 56 Grad in 4K zu filmen, hat der Kamera auch einiges abverlangt. Die hat auch ab und zu überhitzt. Und dann hatte ich immer. Wen wundert's? Schwarze Kamera bei 56 Grad. So, ja, boah, ich habe da, glaube ich, am Tag 15 Liter getrunken und nicht gepinkelt. Und kam am Ende mit so einer weißen Kruste immer raus. Es war Wahnsinn. Und da habe ich in einer Eisbox weiße Handtücher mitgenommen, mit Eis unten drin und habe immer wieder die Kamera abgedeckt beim Tigerfilm. Ja. Das waren noch Zeiten. Verrückte. Tja. Fotografierst du auch Spinnen? Ja, mache ich sogar tatsächlich sehr gerne. Die einzigen Tiere, die ich gerne makromäßig fotografiere, sind Frösche und Spinnen. Die finde ich wirklich tatsächlich cool. Ja. Meinung zu digitalen Kompaktkameras wie Powershots und so. Ja. Die digitalen Kompaktkameras sind nicht so richtig mein Ding, weil da kann ich nicht die Objektive verwenden, die ich gerne brauche. Und ich brauche ja manchmal, um gute Tierfilme zu machen und Tierfotos, eben auch die dicken Dinger, die kriegst du da schlecht dran. Und die kommen zu schnell an Grenzen oder an meine Grenzen, ne? Also die, wo ich dann nicht mehr weiterkomme und gerne noch ein Bild machen möchte. Aber für den Otto-Normalverbrauch alles völlig okay. Warum keine Cinema-Kamera? Zwei Ursachen. Erstens, die hier kann alles, was ich persönlich brauche. Fotos und Filme. Cinema-Kameras, also große, ich sag mal, Kinokameras, haben ja meine Kameramänner, aber auch die verkleinern sich. Und du kannst nicht auf einem illegalen Wildtiermarkt oder irgendwo, wenn es schnell gehen muss, oder irgendwie im Wildlife-Business, oder wenn du 20 Kilometer latschen musst, kannst du nicht mit riesigem Cinema-Setup kommen. Da ist das das Maximum, was du tragen kannst. Und auch das ist auf einem illegalen Wildtiermarkt schon kritisch. Das ist schon fast zu profimäßig. Also da bin ich dann gerne noch kleiner, noch weniger Objektiv, Handle ab, Mikro weg. Und dann versuche ich da möglichst undercover als Touri dazustehen. Das hat die Ursache. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne alles mit Cinema-Kameras machen, weil der Look noch ein bisschen geiler ist. Aber wenn man mit den Kameras hier R5 und so und so einem 2870 gut umgehen kann, kannst du den Look auch echt nah an diese Cinema-Kameras ranbringen. Also, das geht schon. Schon mit einer Red gearbeitet, ja, mal dabei gewesen, nicht mein Ding. Einfach zu krass, zu groß, zu teuer, zu Lüfter drin. Da, wo ich arbeite, gibt es Staub, Regen und ähnliches und da kommt eine Red dann auch ganz schnell an ihre Grenzen. Meinung zur Leica.
Ja, mein Kameramann Björn fummelt ab und zu mit einer Leica rum, einer Q. Finde ich mal ganz niedlich, wenn er damit im irgendwie Street Photography mäßig abgeht. Aber was kosten diese Leicas bitte? 5.000 Euro plus? Ja. Wie findest du die Kamera von deinem iPhone Pro 13? Weiß ich nicht, habe ich aber gekauft, bestellt, kommt noch. Mal gucken. Blackmagic 6K? Ja, noch nicht in der Hand gehabt, kann ich nicht zu sagen. Meinung zu Nikon-Kameras im Vergleich zu Canon? Kann ich nicht sagen, weil ich auch keine Nikon-Kamera besitze. Aber ich kenne Nikon-Fotografen und ich war mit Nikon-Fotografen schon los. Also Reihe an Reihe, zum Beispiel bei den Orcas, die an Land springen und die Seelöwenbabys fressen in Patagonien oder im Dschungel. Am Ende kommt da immer dasselbe raus. So, ein gutes Bild, wenn der Fotograf gut ist. Scheißegal mit welcher Kamera. Arbeite ich nicht auch mit Sony Cams? Ich habe mir meine Sony gekauft, so eine kleine, für einen Undercover-Einsatz in Vietnam und war davon echt nicht begeistert. Und ansonsten habe ich immer mal wieder Sonys in der Hand irgendwie von Kameramännern und so. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich einfach bei Canon am wohlsten. Aber nichtsdestotrotz sind die Kameras sicherlich gut, also keine Frage. Warum beim Tiermarkt keine GoPro? Nein, eine GoPro ist eine scheiß Fotokamera. Du kannst mit einer GoPro keine Fotos machen. Das ist alles Mist. Und ich will ja wirklich auch schöne Fotos machen. Also darum geht es mir auch. So, Lieblingsdrohne. Mavic Pro 2. Verstellbare Blende, 4K, 25, CineLog. Schöne Drohne, gut zu steuern, finde ich geil. EF-Objektiv an Canon R, dann lieber Geld investieren in RF-Objektive. Du kannst an der R, die ich übrigens damals auch gut fand, als sie rauskam, es war die erste richtig schöne spiegellose, kannst du auch mit EF-Objektiven weiter fotografieren, gar kein Problem. Lieblingsfotorucksack. Ich habe die von F-Stop, finde ich ganz gut, wenn ich weite Strecken laufen muss, weil die sehr bequem sind. Und ich habe einen kleinen und einen großen König. Die sind wasserdicht. Damit könnte ich theoretisch auch abtauchen. Und ich transportiere natürlich viel sehr gerne im Pelicase. Das kennt ihr auch schon. Wie wichtig sind Megapixel? Gar nicht so wichtig. Guck mal, die R6 hat ja, wie viel Megapixel hat die R6? 20, glaube ich. Reicht locker. Reicht lockerst für alle möglichen Bilder, die man so macht. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr, ne? Also, ich brauche gar keine 45 in der R5. Das ist mir fast zu viel. Und deswegen bin ich auf die R3 gespannt. Das wird schon. Weil mehr Pixel sind nicht immer besser. Weniger Pixel, aber dafür sehr gut oder sehr große sind gut. Wo viel Licht reinkommt, dann sind die Kameralichtstärker. Ist vielleicht auch eine Variante. Also dieses Megapixel-Rennen mache ich gar nicht mit. 3 zu 2 oder 16 zu 9? Kommt drauf an. 3 zu 2 bei Bildern, 4 zu 3, ja, auch. Und 16 zu 9 natürlich im Film. Das ist ja wohl klar. Meine Canon EOS 7D macht fast nur unscharfe Bilder. Was mache ich falsch? Ja, kann unterschiedliche Sachen sein. Erstens, du kannst ja mal manuell fokussieren und gucken, also das Objektiv auf MF stellen statt auf AF und gucken, ob du manuell ein scharfes Bild hinbekommst. Das sollte ja gehen. Und manchmal haben Kameras, hatte ich auch bei der 1DC, einen Back- oder Front-Fokus. Das heißt, die Kameras sind nicht richtig eingestellt und wenn ihr das Objektiv fokussieren wollt, oder das Objekt, geht da ein bisschen davor oder dahinter. Und dann habe ich mir damals so ein Ding ausgedruckt, was man irgendwie in so einem Winkel, also ein Blatt Papier mit so schwarzen Schriftzeichen drauf, was man in einem bestimmten Winkel aufstellen muss, mit der langen Linse drauf fotografiert und genau sieht, okay, mein Fokus liegt irgendwie 3 mm weiter hinten, weil das dann scharf ist, statt der Punkt, den ich anfokussiert habe. Dann kann ich in der Kamera einstellen, bum, 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 3 Schritte nach zurück und dann saß der Fokus. Also man kann das innerhalb der Kamera verstellen. Kleiner Tipp. Bisschen aufwendig, aber damit kriegst du eine Kamera topscharf. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, Kamera plus Objektiv zu Canon schicken. Ich bin ja beim Canon Professional Service. Ich schicke da meine Sachen hin, wenn ich irgendwas habe. Und die kümmern sich dann schon drum. Aber ich habe die ganzen letzten Jahre schon nichts mehr hingeschickt, weil ich nie Probleme habe. So.
Kennst du Leute, die filmtechnisch mit Nikon unterwegs sind? Tatsächlich nicht. Canon, Sony, Panasonic, aber keiner filmt mit Nikon. Soweit ich, also niemand, den ich kenne. Was bedeutet das Mark? Robert Mark Lehmann hat mir meine Mutter gegeben, den Namen. Kleiner Spaß. Ich weiß es gar nicht. Was Canon EOS 5D Mark I, Mark II, Mark III, das ist die Baugruppe, also die Variante. Die erste, die zweite, die dritte. Deswegen heiße ich auch Robert Mark Lehmann. Robert Mark I Lehmann. Morten Hilmer filmt mit Nikon. Richtig. Welche Art von Mikrofon benutze ich bei Expeditionen? Also, ich habe hier so einen Sennheiser. Guck mal. Da. Hallo, Fokus. Das ist schwierig, ne? Schwarz auf schwarz, genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da ist das Mikro innen drin, stabil aufgehängt. Das heißt, ich kann hier das in den Rucksack packen und es geht nicht kaputt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das macht mir Spaß, so als Japaner, wie man so schön sagt, im Filmbusiness. Und ansonsten habe ich Rode Wireless Go 2, die man einfach so anklippt. Und ich habe Sennheiser AVXen, also das heißt noch Lavalier-Mic, ne? Und hinten dann versteckt und so. Je nachdem, wie, ob, wenn es schnell gehen muss, Rode Wireless Go 2. Wie hält man Kameras ohne zu verwackeln? Ganz unterschiedlich, ne? Also ich habe ja schon immer gesagt, diese Dreipunktfixierung ist sehr, sehr wichtig. Auge und zwei Hände und die Kamera ist richtig schön fixieren. Aber schön sind die natürlich auch, wenn du so einen Griff oben hast zum Filmen und du kannst die Kamera wirklich mitführen oder zack aufs Stativ. Aber Weitwinkel sind so Griffe oben irgendwie ganz nice. Ich habe aber auch gerne die Kamera, also wenn ich jetzt hier noch ein Gurtband dran hätte, das Gurtband schön eng gemacht um meinen Nacken und zack, geh dann rein, mach meine Arme richtig steif, zack, ran an den Körper und kann dann auch sehr gut über die Dreipunktfixierung arbeiten, ohne dass das Bild verwackelt. Außerdem sind die Dinger ja mittlerweile Image Stabilized. IBIS ist das Stichwort der Wahl. Liebe ich. Was war deine erste etwas bessere Kamera? Ich glaube 7D. Canon EOS 7D war so die erste etwas bessere. Dann kam 5D Mark II, 7D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 1DX, 1DX2, 1DX3, R5, R6, 6D Mark II, 1, ich habe sie alle gehabt. Der Lehmann hatte sie alle. Kameramäßig. Ich habe wirklich viele ausprobiert und also Lieblingskameras waren schon die 1DXen. Oder sind sie auch noch? Die sind schon wirklich, wirklich, wirklich geil. Und aktuell auch die R5, R6 machen mir super Spaß. Und mir wird auch die R3 hoffentlich Spaß machen, wenn ich sie endlich in den Händen habe. Verdammt nochmal. Gotta have them all. Canon. So. So ist es, Freunde. Schön. Mir macht das Spaß. Wir könnten stundenlang weiter über Canon-Kameras oder allgemein Kameratalk reden. Gefällt mir schon ganz gut. Kann man immer was bei lernen. Fisch nice. Aber wir müssen auch langsam zum Ende kommen, Freunde. Ich muss noch einkaufen. Ihr wisst es. Canon habe ich tatsächlich durchgespielt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, Peak Design, Gurte, auf jeden Fall. Meine Empfehlung geht raus. Peak Design benutze ich auch. Jeglichster Art. Gibt es, glaube ich, drei verschiedene Größen. Ich habe alle drei. Top. Olympus EM1X hatte ich, glaube ich, mal. Ich habe als National Geographic Fotograf des Jahres, als ich das wurde, 2015 so eine Olympus gekriegt, aber war das nicht UMD-E1? Habe ich vergessen. Habe ich sofort verkauft. Ist nicht mein Ding. Schwarz-Weiß oder Farbe? Ja, manchmal kommt es mir unter, dass ich bei einem Bild denke, irgendwie würde das auch in Schwarz-Weiß geil aussehen. Und dann mache ich es mal Schwarz-Weiß, dann sieht es total fürchterlich aus. Und dann probiere ich noch mal ein bisschen und am Ende ist es vielleicht eins unter 10.000 Bildern, was ich mal schwarz-weiß mache. Gibt es einige wenige, aber da sind schon mal welche dabei. Kann man mal machen. So clean der Chat, einfach ein Traum. Nee, wenn es um Kameras geht, da kann man sich auch nicht, kann man sich wenig beschimpfen. Da gibt es wenig Angriffspotenzial. Finde ich auch gut. Ihr seid ja sowieso alle lieb. Die Mission Erde Community und die Canon Community, die ist nun mal sehr lieb. Vielen Dank, Leute. Meinung zu Gimbals. Ja. Also meine Kameramänner haben natürlich Ronin S2. Ich bin der menschliche Gimbal, Freunde. Ich mache das alles so. Ich brauche keinen Gimbal.
Ah, das sieht bei denen schon nochmal einen Tacken besser aus. Machen die schon gut. Jo. Kaufst du oder leasst du Kameraobjektive? Ich kaufe die. Ich habe noch nie was geleast, außer ein Auto natürlich, als Geschäftsfahrzeug. Ich besitze privat gar kein Auto tatsächlich, sondern nur einen Geschäftswagen. Und der ist geleast. Und bei Kameraequipment habe ich es nicht geleast. Ich habe alles gekauft. Oder ich kriege auch Sachen von Canon gesponsert, die man dann aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückgeben muss. Oder dann für bestimmte Projekte sage ich, bitte, liebe Canon-Leute, ich brauche das mal ganz kurz. Ihr kriegt das dann auch nicht zurück, tut mir leid. Und dann darf ich so ein Equipment auch länger verwenden. So. Was haben wir noch? Meinung zu Peter McKinnon. Dazu hat man keine Meinung, den liebt man einfach von vornherein. Geiler Typ, super Fotograf, super Filmer, geiler Typ, ich liebe seine Videos. Cool, und eins der besten Videos, was mir sehr gut gefallen hat in letzter Zeit, war das, wo er sagt, es ist ein absolut abgefahren geiles Zeitalter jetzt angebrochen und das sehe ich ganz genauso. Du musst ja überhaupt nicht hier mit so einem 6.000, 7.000 € Equipment an den Start gehen, um auf YouTube erfolgreich zu werden oder Dinge zu verändern auf der Welt. This is enough. Also brauchst du nicht mal ein iPhone. Jedes Telefon, was filmt, ist völlig in Ordnung und super geil. Es ist das Zeitalter der Creator angebrochen. Es geht jetzt um die Stories, nicht mehr um die extreme Qualität der Bilder. Und das Geile ist ja, dass diese in der Qualität auch immer besser werden und dich dazu befähigen, dass im Prinzip jeder, der ein Handy hat, heute ein Film- und Fotocreator werden kann. Und das finde ich schon extrem, extrem geil. Ist ein tolles Zeitalter. Fast jeder auf der Welt hat mittlerweile die Möglichkeit. Und das finde ich eigentlich schön. Das gefällt mir schon gut. Deswegen erwarte ich von euch viele geile Filme und Fotos in Zukunft. Ja. Meine Meinung zu Robert Mark Lehmann. Das wollt ihr nicht wissen, was ich selbst von mir denke. Lieber nicht. Bis auf den Klimawandel ist es cool. Das stimmt. Wir machen dir Konkurrenz. Ich hoffe, ich sehe übrigens weder auf YouTube oder bei Fotografen und Filmern irgendetwas als Konkurrenz. Alles, was sich damit beschäftigt, mit Umwelt, Natur und Tierschutz zu tun hat, das ist ja geil, je mehr Leute das werden. Also es kann ja gar nicht genug Content geben, der vernünftig ist, der sich mit Umwelt und Tierschutz beschäftigt. Und von daher, raus, Leute, unbedingt mir Konkurrenz machen. Werdet alle Profi-Fotografen und ich bin ja gar kein Profi-Fotograf oder Filmer. Dann würde ich damit einen Haufen Geld verdienen. Mache ich aber nicht. Ich verdiene nur mittelviel Geld. Aber geht raus, fotografiert, macht mir um Gottes Willen bitte Konkurrenz. Und das Geile ist, ich werde euch demnächst die Chance geben. Richtig, richtig viel Konkurrenz zu machen. Kann man meinen Kalender schon kaufen? Erst ab dem 8. Bester YouTube-Channel zum Einstieg für die Fotokunst-Tutorials. Jaworski macht das schon ganz gut. Der hat da, glaube ich, geile Bilder, aber auch Jared Undone, Peter McKinnon. Wie heißt der verrückte Wuschelkopf? Ich habe es gerade vergessen. Scheiße, wie heißt er? Kommt. Fronos Photo. Ihr wisst es, wie heißt er? Fronos Photo. Nicht Bob Ross, der hat Bilder gemalt. The Fro. Fronos Photo. Liebe ich auch. Verrückter Typ. Macht. Aber von all diesen Profi-Leuten könnt ihr so viel lernen. Echt. Und es gibt natürlich auch, ich habe nie einen Fotokurs gemacht. Ich habe aber einen Lightroom-Kurs gemacht, um zu lernen, wie man Bilder bearbeitet. Das war auch, glaube ich, ganz sinnvoll. Jared Polin. Da ist er. Fronos Photo. Jared Polin. Genau. Also schaut euch die an, lernt von den Besten. Und ich halte es da tatsächlich wie bei meinem Kampfsportlehrer und so, trainiert mit den Besten. Immer nur das Beste oder nichts. Ist das nicht der Spruch von Mercedes? Oh, das Beste oder nichts? Nur von den Besten kann man gut lernen. Also von daher, hast du schon mal ein richtig gutes Foto nicht machen können, weil Speicherkarte voll? Ja. Ja. Speicherkarte voll. Error 53 erscheint auf deiner Kamera. Kamera vollgelaufen. Akku alle. Im richtigen Moment im falschen Programm. You name it. Wisst ihr, wie viele gute Fotos ich schon nicht gemacht habe? Tausende. Und boah, neulich in Peru auch ein Abfuck nach dem anderen zusammen mit Nico. Immer irgendeine Scheiße. Wir haben geflucht und saßen im Boot. Es war immer irgendwas. Boah, alter Schwede.
Also da ballert man, aber es ist schön, wenn man gemeinsam den Abfuck hat. Von daher ist das schon ganz gut. Freunde, wir müssen langsam zum Ende kommen. Das waren jetzt 1,5 Stunden Kameratalk. Finde ich echt geil. Max, wollen wir das auf YouTube eigentlich auch raushauen? Ja, ne? Ist das interessant genug, dass das Leute auch auf YouTube gucken? Entscheidet ihr. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Werdet Mitglied. Unterstützt uns. Und dann gibt es noch mehr. Na, freilich, sagt das Maxchen. Dann gibt es noch mehr Infos über Fotos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Und, Alter, wir haben so viele Themen angesprochen. Ich glaube, da war was dabei. Da war doch was dabei. Oder was? Oder was? Oh, danke für die Erinnerung. Es sind noch 3 Donations reingekommen. Da gehen wir natürlich rein. Das lassen wir nicht ungesehen. Lucky, wie schützt du den Regenwald, den man in Peru bei Mission Erde kauft, vor Abholzung? Ich finde dich und das, was du machst, unfassbar toll und möchte Danke sagen. Ich schütze den gar nicht. Die Leute dort vor Ort, die Community schützt die, die ich kennengelernt habe. Nur dann weiß ich auch, dass es wirklich funktioniert. Und Gracious, 15 Euro. Können wir bitte auch so eine Nerdrunde über das Thema Tauchgear machen? Ja, ich versuche mal bei einem deiner Tauchvideos zu erkennen, welches Wing oder Jacket du hast. Du bist modular als Techie unterwegs. Ich habe 5. Ja, geht raus an Max und Johannes, schneidet die Tauchgear-Videos. Ich habe es gedreht, Freunde. Extra für euch. Existiert. Geiler Kamerastream, Florian. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Finde ich richtig geil. Wir sollten öfters kleine Kamerastreams machen. Dann kann ich auch endlich mal wieder Kameras in die Hand nehmen, ein bisschen dran rumfummeln. Aber ich muss es verpacken. Morgen ist Sonntag, ne? Morgen geht's los. Der nächste Filmtag wartet. Ab Montag wird wieder hart gefilmt für ein geiles Projekt. Kann im Prinzip nichts schiefgehen. Hashtag Wilderer. Ich freue mich schon, dass man immer so einen Quatsch machen muss, ne? Nicht mal schöne Tierfotos oder nur mal schön auf eine Safari gehen oder so. Ach, Leute. So. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. 3 Stunden haben wir gestreamt. Das war doch geil. Gefällt mir. In diesem Sinne. Ja, zieht euch ein paar Dokus rein, zieht euch ein paar ordentliche YouTube-Videos rein. Es hat mir Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Wir machen das nochmal, versprochen. Kameratalk macht Spaß. In diesem Sinne, Robert Mark Lehmann, Canon Ambassador und Meeresbiologe.